Liebe Kinder, willkommen beim Kids Channel. Könnt ihr mich sehen? Ich kann euch nicht sehen, das ist aber traurig. Oh, Robert, wo sind denn die Kinder? Aber Emma, die Kinder sehen ja dich. Wirklich? Wie können sie mich denn sehen? Ja, die schauen einfach zu auf ihren Tablets und Handys und Bildschirmen daheim. Ah, geht das über den Lebensstrom, über den Livestream, oder? Genau, Emma, ja. Also das funktioniert heute ganz, ganz toll. Ja, das ist aber cool. Ziemlich. Du, apropos cool, weißt du, was ich heuer Cooles schon in den Ferien gemacht habe? Was denn, liebe Emma? Was hast du denn ganz Cooles gemacht? Ich war auf der Alm mit dem Ruppi. Wow, das ist wirklich cool. Und ja. Kannst du jetzt auch schon so gut jodeln wie der Ruppi? Ja, fast. Magst du mal eine Kostprobe hören? Ja, unbedingt. Okay, Moment. Ja, 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 ja. Wunderbar. Emma, du bist großartig. Also das gefällt mir wirklich gut. Hast du auch sonst noch was erlebt? Ja, wenn ich jodel, laufen alle Schafe davon. Das ist sehr lustig. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, ich habe viel erlebt auf der Alm, aber das erzähle ich später den Kindern am Kids Channel. Das ist eine gute Idee. Aber weißt du auch, was jetzt noch kommt, Emma? Ja, Robert, was denn? Kommt jetzt, ich weiß, der Bischof Elegant. Eleganti heißt der. Eleganti, ist sehr elegant. Du, ich habe eine Idee. Ja bitte, was denn, Emma? Ich möchte auch elegant sein. Könntest du jetzt immer Emmy sagen zu mir? Emmy, sehr, sehr gerne, aber wir werden sehen, wie lange das hält, okay? Ja. Machen wir das, ja. Du, und also der Eleganti kommt, aber noch jemand kommt. Wer könnte denn kommen? Kinder, habt ihr eine Ahnung, wer jetzt kommen könnte? Was? Wer kommt? Ich höre euch nicht. Was? Die Biene was? Wer? Ah, jetzt habe ich es verstanden, Robert. Die Biene Maya kommt. Ja, super, die kenne ich, die ist cool. Und der Flip, oder? Genau. Also nein, Flip heißt der Grashüpfer, ja? Du vergisst ja auch alles über den Winter, wirklich. Ja, aber du auch, gell? Ja. Also, wer kommt noch? Der Willi. Ja, den kenne ich auch. Mit dem bin ich gut befreundet. Genau. Der schenkt mir immer diese Kugeln, diese Pollenklößchen. Mhm, die sind urlecker, gell? Emma, pass mal gut auf und dann wirst du gleich sehen, wer heute aller zu den Kindern kommt. Ja? Ja, jetzt sind wir neugierig. Ja? Jetzt beginnt der Kids Channel. Ja, auf also. Die Plätze, fertig, los! Jetzt begrüßen wir mal alle Kinder beim Kids Channel. Können Sie es mal entgegenwinken? Wir winken mal aus und ich schaue genau, wer entgegenwinkt. Hallo! Danke, Emma, für das Anmoderieren. Wir freuen uns sehr darauf, jetzt mit euch zu singen, zu beten, den Clown zu suchen und dann mit der Emma auf der Alm zu sein. Die Emma hat schon so viel zum Sagen. Die hat schon so viel erlebt mit mir, ich habe ja keine Ahnung. Aber jetzt ist das Erste, was wir da müssen, einmal ein Lied singen für den lieben Gott. Und die Barbara begleitet uns da. Die kann nämlich so gut singen, wisst ihr das? Man müsste ganz genau hinhorchen. Und mitsingen vor allem. Ja, und mitsingen vor allem, ja, genau. Hinhorchen und mitsingen. Darfst du aufstehen? Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an. Der kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht. Und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß
ist der Herr. Vom Anbeginn der Zeit. Vom Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr, so groß. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Ist der Herr. Jetzt seid ihr sicher schon sehr gespannt auf die Biene Meier, weil die kommt heute auch zu uns. Die begrüßen wir jetzt gleich, wenn sie ausfliegt durch den Kids Channel durch zu alle Kindern ganz Österreich, Schweiz, Deutschland und Südtirol. Hallo Biene Meier! In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Meier, kleine, freche, schlaue Biene Meier. Meier fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Meier, diese kleine, freche, schlaue Meier. Meier, alle lieben Meier, 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 erzähle uns von dir. Hallo Willi, wie geht es dir? Halt, stopp! Komm mir nicht zu nahe. Was ist denn los, Willi? Vielleicht hast du dich angesteckt. Nein, ich habe mir nichts angesteckt. Nein, vielleicht hast du die Grippe. Willi, also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Die Grippe mit dem Jesuskind, die stellen wir doch immer erst zu Weihnachten auf. Wovon redest du? Maja, die Krankheit.
Die Was? Bienengrippe geht um. Ja, da kriegst du ganz heiße Fühler und heiße Flügel. Und dann kommt der Schüttelfrost. Willi! Jetzt hat's die Maja erwischt. Willi, jetzt hat's die Maja erwischt. Habe ich mich schon angesteckt? Sollen wir schauen? Mir zittert alles. Ich fühle mich so. Und? Nein, ich glaube nicht, Maja. Ich bin so erleichtert. Aber wir müssen uns gut schützen. Ja. Wir müssen aufpassen. Sollen wir da zu Hause bleiben? Ja, ich bleibe jetzt zu Hause. Wer zu Hause bleibt, bleibt gesund. Okay, dann bleibe ich auch bei dir zu Hause. Ah, okay. Boah, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Ich fürchte mich so, Willi. Wir sollten irgendwie uns besser schützen. Was können wir denn da machen? Das Empfindlichste sind die Fühler. Die Fühler? Mhm. Okay. Ich habe meine Tasche mit. Ich könnte ja mal schauen, ob ich irgendwas mit habe. Ja, schau mal. Ja. Was finde ich denn da? Ah, Willi, ich habe was. Schön. Vielleicht können wir damit die Fühler schützen, wenn wir die da so hineingeben. Und was meinst du? Aber irgendwie ist nicht ganz dicht. Ist nicht dicht? Nein, nein, da sind Leute. Nein, dann brauchen nein das nicht. Ist nicht das Richtige. Das ist kein Schutz für meine nein. Fühler. Das hat ja Löcher. So, na dann gehen wir das weg. Schauen wir mal, ob wir was anderes finden. Ah, ich habe Taschentücher mit. Ist immer gut, wenn man Taschentücher mit hat. Vielleicht können wir da irgendwie die Fühler so drunter irgendwie einwickeln. Oh, na. Willi, das ist auch nicht das Richtige. Das klappt das hält auch nicht, nicht. Maja. Nein, du hast recht. Das klappt nicht. Ah, ich habe noch was, Willi. Schau mal, du kriegst das. Ah, vielleicht das können ist wir das super. Irgendwie umbinden, so. Das so ist drüber. Super. So. Das ist super. Irgendwie so fest. Mal schauen. Warte, der eine Fühler schaut bei dir noch raus. Die muss man irgendwie so drunter. Boah, jetzt fühle ich mich voll gut geschützt. Du auch? Ja. Voll du super. Hast recht. Ja, jetzt passt es. Jetzt geht es mir gut. Puh, jetzt haben wir das auch erledigt, gell? Du, Maja? Ja. Maja, mir ist fad. Echt, ja? Ja. Ja, die volle Action also ist jetzt nicht. Dieses dauernde, lang kann ich mich nicht mehr fürchten. Das wird mir zu langweilig. Mhm. Du, Willi, ich habe eine Idee. Wir können in der Bibel lesen. Ja, das ist eine super Idee. Hast du deine Bibel, ja? Ja, ich habe eine da. Ja, ich habe meine auch mit. Lesen wir in der Bibel, das ist gescheit. Ah, da kommt die Babybiene. Hallo, Babybiene. Hallo, Babybiene. Ja, Fasching. Nein, Babybiene, es ist nicht Fasching. Schade. Ah. Ja, das ist nur gegen die Ansteckung, dass wir uns nicht krank machen. Na, Babybiene, die Ansteckung, die kann man nicht sehen. Komm auf unser Schlafblatt, da bist du Komm sicher, zu uns, ja? Babybiene. Da setz dich zu uns, da bist du gut geschützt. So, wir lesen noch ein bisschen in der wir Bibel. Wir lesen ein bisschen in der Bibel, weil sonst wird es zu Hause zu langweilig. Mhm. Maja? Ja? Ich habe was gefunden. Wirklich? Mhm. Da steht was im Markus-Evangelium. Ja? Ja, da steht... Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig still. Und der Wind legte sich. Und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Wirklich? Habt ihr noch keinen Glauben? Wow, wie mächtig Jesus ist, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Ich muss da noch weiterlesen. Ja, ich auch. Du Willi, ich habe da auch eine Stelle gefunden, Ach, die ist auch total interessant und passt irgendwie, glaube ich, zu uns. Wir wissen aus dem Römerbrief 8, Vers 28, da steht, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen,
die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Du, Maja? Ja. Maja, meine Angst ist schon wie weggeblasen. Ja, ich habe das Gefühl, dass Gott durch sein Wort zu uns sprechen möchte, zu unseren Herzen. Das glaube ich auch. Und weißt du, Maja, es ist schon gut, dass wir aufeinander aufpassen. Ja. Und dass wir uns die Hände gut waschen, gell, Babybiene? Aber weißt du, die Angst, die unser Herz lähmt, die kommt nicht von Gott. Ja. Und ich glaube, dass Gott durch sein Wort diese Angst aus unseren Herzen vertreiben möchte. Gell? Ja. Jesus, komm in unsere Herzen. Komm mit deiner Liebe und komm mit deiner Macht und nimm alle Angst ganz weg. Amen. Amen. Gell, Babybiene, Willi, wir wollen ganz stark glauben. Ja. Das wollen wir machen. Und wir wollen Gott vertrauen, dass er alles zum Guten führt. Amen. So ist es. Du Maja, ich habe Hunger. Ich muss jetzt Bollenklößchen suchen. Ja, jetzt, wo ich nicht mehr so Angst habe. Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen, Kinder. Wir gehen jetzt Bollenklößchen sammeln. Komm, Babybiene. Okay. Ich hoffe, die Biene Maja ist gut angekommen bei euch. Alle da draußen, die kann ganz gut fliegen. Jetzt müssen wir wieder schauen, dass niemand einschläft. Zwischendurch meine größte Sorge ist, dass die Kinder in der ersten Reihe schon wieder schlafen und in der zweiten Reihe, die dann nur Flieger basteln und schießen sie immer auf ihre. Entschuldigung. Auf jeden Fall machen wir jetzt wieder ganz was Tolles. Und zwar, wir begrüßen unsere Cheerleader auf der Bühne. 4 Mädels von ganz Österreich, 2 Vorarlbergerinnen und 2 fesche Niederösterreicherinnen. Und die tanzen mit uns heute. Bravo! Groß sein lässt meine Seele. Und groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Retter. Groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Heil. Groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Retter. Groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Heil. Laut rühmt, laut rühmt meine Seele Gottes Macht und Herrlichkeit, und mein Geist frohlockt in meinen Retter und Herrn. Oh, denn sein Auge hat geschaut auf seine kleine Magd, und nun singen alle Völker mit mir im Chor. Halleluja, groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Retter. Und groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Heil. Denn der Starke hat Gewaltiges an mir getan, und sein Name leuchtet auf in herrlichem Glanz. Er gießt sein Erbarmen aus durch alle Erdenzeit, über jeden, der im Herzen Vaterin nennt. Halleluja, groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Retter. Und groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Heil. Große Taten führt er aus mit seinem starken Arm. Nun sind wir stolz und Hochmut hat er davon. Die Macht missbrauchen, stößt er hart von ihrem Thron und erhöht die niedrigsten Tonarmen der Welt. Halleluja, groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Retter. Groß sein lässt meine Seele den Herrn, denn er ist mein Heil. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme,
der mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du flößt mir Vertrauen ein. Reißt meine Ängste aus. Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Deine Liebe ist wie ein Wasserfall auf meinem Wüstensand. Und wenn ich mir nicht sicher bin, führt mich deine Hand. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Wind des Herrn. Wind des Herrn. Weh in meinem Leben. Geist des Herrn. Fach das Feuer an, Wind des Herrn. Du hast mir Kraft gegeben, Geist des Herrn. Sei mir Rücken, Wind des Herrn. Wind des Herrn, weh in meinem Leben, Geist des Herrn, des Herrn. Fach das Feuer an in mir, Wind, Wind des Herrn. Du hast mir Kraft gegeben, Geist des Herrn. Sei mir Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Woo! Ein Applaus für die Cheerleader. Sie haben noch ganz was Tolles vorbereitet für uns. Könnt ihr euch noch erinnern an den Jodler von Forix? Da hat es so ein Highlight-Lied gegeben, von der Barbara gestiftet oder mitgebracht. Und die Cheerleader haben das ausgebaut. Jetzt bin ich schon ganz neugierig, wie das ausschaut. Auf jeden Fall, Heiliger Geist entzündet das Feuer. Heiligen Geist braucht man ganz besonders. Die Kinder sind nämlich die besten Landeplätze für den Heiligen Geist, weil sie so ein reines Herz haben. Und der Heilige Geist entzündet dann ein Feuer und dann beginnen Kinder zu brennen. Braucht man Feuerlöscher. Na, so gefährlich ist es nicht. Aber der Heilige Geist brennt innerlich und dann bieten wir jetzt. Heiliger Geist, entzünd das Feuer, mach mein Herz für dich bereit, damit der Glaube in mir wohne, jetzt und alle Zeit. Okay, nochmal schon, probieren wir es nochmal. Heiliger Geist, entzünd das Feuer, mach mein Herz für dich bereit, damit der Glaube in mir wohne, jetzt und alle Zeit. Holy Riti! Holy Riti, Rihai Hohe, Holy Riti, Rihai Hom, Holy Riti, Rihai Hohe, Holy Riti, Rihai Ho. Heiliger Geist! Heiliger Geist, entzünd das Feuer, mach mein Herz für dich bereit, damit die Liebe in mir wohne, jetzt und alle Zeit. Holy Riti! Holy Riti, Rihai Hohe, Holy Riti, Rihai Ho, Holy Riti, Rihai Hohe, Holy Riti, Rihai Ho, die Hoffnung! Heiliger Geist, entzünd das Feuer, mach mein Herz für dich bereit, damit die Hoffnung in mir wohne, jetzt und alle Zeit. Holy Riti!
holy ritti ri ai ho he holy ritti ri ai ho holy ritti ri ai ho he holy ritti ai ho da Friede Heilige Geist entzünd das Feuer mach mein Herz für dich bereit damit der Friede in mir wohne jetzt und alle Zeit. Hori riti ri hai ho hem. Hori riti ri hai ho ho. Hori riti ri hai ho hem. Hori riti hai ho. Die Freundlichkeit. Heiliger Geist, entzünd das Feuer. Mach mein Herz für dich bereit, damit die Freundlichkeit in mir wohne, jetzt und alle Zeit. Hori riti, ri ai ho, hori riti, ri ai ho, hori riti, ri ai ho, hori riti, ai ho, hori riti, hori riti, ri ai ho, hori riti, ri ai ho. Hori riti, ri ai ho, hori riti, ai ho. Ein Applaus für die Cheerleader. Ich bin ganz begeistert. Jetzt geht's gleich weiter mit dem Bischof. Entschuldigung, der Bischof kommt erst später. Jetzt kommt zuerst der Clown, Smiley. Wissen das alle, was Smiley heißt? Johannes, weißt du, was Smiley heißt? Das heißt Lachen, gell? Ja, so ähnlich. Der Clown Smiley wird uns was zeigen und dann kommt der Bischof zu uns und nachher gehen wir auf die Alm. Hoi, hoi. Den Jodler müssen wir jetzt gut lernen. Müssen wir uns gut merken. Müssen wir üben, weil auf der Alm kann man nur mit Jodler sich verständigen. Da gibt es kein Handy, kein Strom und den nächsten, da reicht man auch nicht, nur mit einem Jodler. Hoi, di, oh, he, ho. Bis gleich. Also, liebe Kinder, ihr erinnert euch gestern an den Clown Smiley. Der hat auf einer Bühne gespielt. Und Shakespeare, das ist ein englischer Schriftsteller, Autor, der hat Theaterstücke oder Dramen geschrieben, die heute noch aufgeführt werden. Und der hat einmal gesagt, die Welt ist eigentlich eine einzige Bühne, wie eine Theaterbühne. Und wir Menschen, wir sind die Schauspieler auf dieser Bühne. Also wenn ihr jetzt an euer Leben denkt und an eure Zukunft, dann ist es tatsächlich so, ihr habt eine Rolle zu spielen. Ihr spielt eine Rolle. Also ihr seid jemand, man kann euch nicht ersetzen. Auch in der Familie, wenn einer fehlt, ja, dann ist eine wirkliche Lücke, weil jedes Kind ist etwas ganz Besonderes und spielt auch innerhalb der Familie seine eigene Rolle. Die anderen Geschwister sind verschieden. Es machen nicht alle das Gleiche, sind nicht alle gleich, es haben nicht alle die gleichen Talente, aber alle haben Talente. Und eigentlich jeder in der Familie ist eine Bereicherung. Stellt euch jetzt einmal vor, der Smiley, der war jetzt allein auf der Bühne. Das ist sozusagen eine Solo-Aufführung. Allein, aber wenn die Welt eine Bühne ist und nur ein Einziger da wäre, das wäre doch ein bisschen armselig. Und auch in einer Familie ist es schön, dass ich Geschwister habe, dass ich einen Papa, Mama habe, Freunde, Verwandte, Kollegen, Kameraden. Es gibt viele, viele, die auf dieser Bühne spielen und die machen eigentlich das Leben interessant, schön, lebenswert. Und natürlich gibt es da auch Konflikte in jedem Drama. In jedem Theaterstück gibt es Missverständnisse, Konflikte. Manchmal dividieren sich die Einzelnen auseinander. Dann haben wir Streit unter den Geschwistern.
dicke Luft in der Familie, der Papa ist nicht zufrieden oder die Mama ist gekränkt und so. Und da muss man sich wieder finden. Also jeder spielt da seine eigene Rolle. Und jetzt könnte man fast sagen, der liebe Gott ist der Regisseur. Er hat irgendwie die Rollen erfunden, ausgedacht. Er hat sich etwas gedacht, als er meine Seele geschaffen hat. Er hat mir auch eine Rolle zugedacht. Wir nennen das eigentlich Berufung oder Beruf, oder? Jeder hat einen Beruf, einen Job, eine Aufgabe, eine Rolle und er muss diese Rolle lernen. Er muss in diesem Beruf ausgebildet werden. Er muss sich hineindenken, jahrelang hineinarbeiten, bis er in diesem Beruf gut und erfolgreich wird, sozusagen seine Rolle richtig gut spielen kann. Und ich habe mir das natürlich auch überlegt, schon im Kindergarten, in der Primarschule, ja, was ist eigentlich meine Rolle in der Zukunft? Welche Rolle muss ich spielen? Was ist meine Berufung? Was will Gott von mir? Und ich habe dann eigentlich schon früh gespürt, also schon im Kindergarten, habe ich das irgendwie gewusst, ich möchte Arzt, Doktor, deshalb habe ich heute noch Freude an der Medizin. Ich habe manchmal im Spital gearbeitet früher und von dort habe ich das einmal bekommen von einem Anästhesisten, also der Arzt, der bei der Operation uns in Narkose versetzt, der hat mir das geschenkt, das kann ich benutzen. Der Smiley hat das auch benutzt. Wir kommen noch darauf zu sprechen, gestern in der Clown-Nummer. Also ich habe gespürt, entweder werde ich Arzt oder Priester. Und das sind eigentlich zwei Sachen, die gar nicht so weit auseinander liegen, weil als Priester hilft man den Menschen, man hat es mit vielen auch traurigen Menschen zu tun. Man wird mit vielen Konflikten, Problemen konfrontiert, welche die Menschen einem anvertrauen, um Hilfe und einen Rat zu bekommen. Und auch man ist Zeuge von viel freudigen Ereignissen, wie zum Beispiel eine Hochzeit und so. Also beim Priester kommen viele Schauspieler auf dieser Lebensbühne zusammen und er ist da manchmal wie der Intendant, das ist auch eine Aufgabe im Theater, der muss die Rollen zusammenbringen, manchmal ein bisschen eingreifen in das Spiel, damit es wieder reibungsloser funktioniert und so. Das macht also der Priester und ich würde sagen, der Priester ist so eine Art Seelendoktor, weil manchmal bin ich traurig, ich habe einen Schmerz oder ich habe Fehler. Fehler sind wie Krankheiten, Schwächen. Auch ein Kranker ist schwach, wenn er Fieber hat. Dann ist er nicht mehr leistungsfähig. Und unsere eigenen Fehler sind auch solche Schwächen. Und man muss sie eigentlich auch kurieren. Es braucht da manchmal ganz spezielle Heilmittel, zum Beispiel zur heiligen Beichte gehen ist so ein Heilmittel. Da handelt der göttliche Arzt. In der heiligen Beichte, in der heiligen Messe, in den Sakramenten handelt Jesus, der göttliche Arzt, der so viele geheilt hat und so. Und Arzt, Heiler ist auch ein Name für Jesus. Jesus ist der gute Arzt, der uns von der schlimmsten Krankheit heilt. Das ist die Sünde. Also, das habe ich gespürt. Ich werde entweder Priester oder Arzt. Der Arzt kümmert sich mehr um die leibliche Gesundheit. Er beschäftigt sich zuerst einmal mit dem Leib, mit den Krankheiten, die wir am Leib haben. Aber jede Krankheit ist natürlich auch mit einem seelischen Leiden verbunden. Also ein Mensch, der plötzlich nicht mehr sehen kann, der geht nicht nur zum Doktor, ob er vielleicht noch etwas machen kann, damit er nicht ganz erblindet und so, durch Eingriffe, Laser,
die Netzhaut lasern und so. Da kann man vieles machen, aber wenn es dann doch so weit kommt, dass man zum Beispiel nicht mehr scharf sieht, wie meine Mutter am Ende des Lebens, hat sie nichts mehr richtig gesehen. Das ist schon ein Leiden. Und so ist Arzt und Priester, das sind zwei Berufe, die eigentlich einander sehr nahe sind. Und ich habe da wie zwei Seelen in meiner Brust gehabt. Ich habe gespürt, auf eine dieser beiden Seiten werde ich mich entscheiden. Und das war natürlich ein bisschen ein Hin und Her. Jetzt seid ihr vielleicht in der Primarschule, dann kommt die höhere Schule oder das Abitur. Das ist eine Zeit, wo wir, jeder von euch auch, sich fragen kann, was ist meine Rolle? Was hat Gott mit mir vor? Welche Rolle spiele ich einmal auf dieser großen Bühne unser Leben? Der eine wird ein Politiker, einer wird vielleicht sogar ein Papst, den alle Menschen kennen, oder ein großer Musiker. Oder es muss nicht immer so sein, dass jeder berühmt ist. Es gibt viele große Menschen, große Heilige, die kennt man nicht. Aber natürlich, die Menschen, die um sie herum sind, da, wo sie leben, die spüren das schon, die kennen das schon. Und wir hängen alle zusammen in der Kirche. Wir sind ein einziges, wir sagen im Glaubensbekenntnis, wir sind eine Gemeinschaft der Heiligen, also der Geheiligten, von Gott geheiligt, durch den Glauben, durch die Sakramente, durch die Liebe, wir gehören zusammen und wir geben einander etwas, wenn wir füreinander beten, einander helfen. Und so gibt es viele verborgene Menschen, die vor Gott eine große Rolle spielen und die Welt tragen, obwohl man sie vielleicht nicht kennt und sie nicht auf der großen... Olario. Grüne Wiesen im Sonnenschein. Emma, Emma, brauchst nur zum Glück nicht sein. Holariri, 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 holario, holariri, holario, holariri, holario. Hollere, jedi, jedi, hollere, ei ho. Emma, Emma, komm nach Haus, find dein Glück, komm bald wieder zurück. In den hohen Bergen lebt eine kleine Maus. Sie macht doch nun ein Praktikum, weil es so sehr sie freut. Und mit den ganzen Schafen, da zieht sie gern hinaus. Und kommt dann ein Gewitter, dann hält sie schnell nach Haus. Emma, Emma, deine Welt sind die Berge. Emma, Emma, denn hier oben bist du zu Haus. Dunkle Tannen grünen Wiesen im Sonnenschein. Emma, Emma, brauchst nur zum Glücklich sein. Holariri, 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 holario, holariri, holario, holariri, holario. Hollere, hi, eri, eri, hollere, ei ho. Emma, Emma, komm nach Haus, find dein Glück, komm doch wieder zurück. Du Emma, ja? Jetzt sind wir frisch von der Alm runter.
Aber jetzt müssen wir die Kinder schon mal erzählen, wie es da bei uns auf der Alm ausschaut. Kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal aufgekommen bist? Ja, das ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, aber du gehst jetzt erst, weißt eh, da sind wir bei der Straße aufgefahren, durch den Wald durch, ja, und hin und her. Mit dem Traktor. Ja, nein, nicht einmal mit dem Traktor, mit dem Auto. Naja, das war aber so ein lautes Auto wie ein Traktor. Ja, mein Auto, das ist wie ein Traktor. Ja. Ganz grün ist er noch dazu. Ja. Aber da sind wir aufgeflitzt und du hast sogar beim Fenster rausgeschaut und da ist der hingegangen. Und nachher oben, wenn wir beim Wasserfall vorbeikommen, ja, sind. Ja, der war toll, der Wasserfall. Ja. Ah, so viel Wasser. Und da haben wir dann eh das Auto abstellen müssen, weil du kommst auf nachher bei der Hirschenwand vorbei und bist oben zu der Alm hinten reinkommst. Ja, du, was hast du da geschrien bei der Wand? Was ist da zurückgekommen? Ja, das ist ein, da singt man einen Jodler, verstehst du? Da jodelst um und nachher kommt ein Echo zurück und nachher heißt das noch einmal und noch einmal und noch einmal. Was ist dein Echo? Ja, das ist, wenn ich dir einen Blödsinn sage und du sagst genau das Gleiche. Aha. Das ist genau, sowas ist ein Echo, verstehst? Und bei der Wand, wenn es bei der Hirschenwand du mich rufst, so Holo-idi-ai-ho! Und dann los, Holo-idi-ai-ho! 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 Ist ein Echo. Ja, war das jetzt ein Blödsinn? Nein, das ist kein Blödsinn. Das ist ein Jodler, verstehst? Du hast gesagt, ein Echo ist, wenn ein Blödsinn zurückkommt. Ja, das ist wie, habe ich nur einen Vergleich gemacht, wenn ich dir einen Blödsinn sage und du sagst alles nach, das ist auch ein Echo, könnte man sagen, verstehst? Aha, jetzt kenne ich mich aus. Ja. Du, wozu haben eigentlich da diese Fremdsprache gefunden, dieses Jodeln? Nein, das ist keine Fremdsprache, das ist die urtypische, das ist wie für die Ureinwohner, verstehst? Jodeln, das ist ganz alt, die haben schon immer gejodelt. Die haben sich gar nicht anders verständigen können, als nur mit Jodeln. Da ist da eine Alm hinten oben, und nachher kommt da auf der Seite noch eine Alm hinten. Dann ist sie da früher, ist die Senne rausgekommen aus der Alm hinten, und dann dumme gejodelt sie dann an. Ho-di-di-ai-ho! Aha. Dann hat das die andere gehört und hat zurückgerufen. Ru-di-di-ho-e-ho! Dann hat eine gewusst, der anderen geht's gut, und die andere hat auch gewusst, der anderen geht's gut. Wieso sticken die keine Brieftauben? Oder Briefkühe? Ja, die Brieftauben, verstehst du, das ist viel zu gefährlich bei den ganzen Adler, die in den Bergen unterwegs sind, die fressen ja die Tauben auf. Aha, aber die Kühe nicht. Nein, die Kühe nicht, aber die Kühe können nicht fliegen immer. Das funktioniert doch nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Du, kannst du dich erinnern, wie wir auf die Hütte gekommen sind, was wir da alles gefunden haben? Ja. Weißt du, die Hütte ist ja schon so alt und am Dachboden ist ja alles Mögliche oben, weißt du? Ja, da war so eine alte Hacke, so eine riesengroße, die ist bis zu meiner Nase raufgegangen, die Klinge. Ja, ich weiß. Weißt du, für was sie das genommen haben? Nein. Zum Frisieren? Nein, nicht zum Frisieren. Da haben sie einen ganzen Baum, wenn sie ein Haus gebaut haben, das heißt ein Praxen, heißt die große Hocken, und dann haben sie einen ganzen Baum entlang, alles, einen ganzen Baum auseinandergehockt, und dann haben sie ein eckiges Holz gehabt, einen runden Baum. Das ist aber praktisch. Ja, praktisch ist das. Und dann waren so Ketten zum Fesseln von den Kühen im Stall, gell? Ja. Hast du eh nicht gefürcht vor den Ketten? Nein, aber vor den Kühen am Anfang. Oh ja, das stimmt, ich weiß es noch. Ja, manchmal treten die. Mhm. Aber deswegen haben wir ja so viele Schafe oben gehabt. Die sind ja für die viel besser, gell? Ja. Und dann war so diese Badewanne für den Käse. Wie hat der geheißen, der Käsekessel? Kaskessel, ja genau. Ja, das da hätte ich baden gehen können. Das war groß. Ja, da kann man sogar baden. Wenn man so klein ist wie du, kann man da rein baden. Ja. Aber das darf man nicht immer, verstehst du? In der Milch, die ist zum Käse machen, aber nicht zum Baden. Ja, wenn ich baden gehen würde und dann würde die Milch aus der Milch Käse werden, dann wäre das ein Emmentaler. Ja, genau, das war Emmentaler. Ja. Die müssten wir nachher noch Böller mitnehmen, weil die Kinder hätten alle gerne einen Emmentaler. Ha? Ja, ich glaube auch, mit vielen Löchern. Ja, die Löcher musst du dann alle essen. Übrigens, weißt du noch, was ich in dem einen Loch gefunden habe? Ein Mausnest mit ganz vielen kleinen, nackerten Mausebabys. Ah ja, genau, ja. Aber die habe ich dir gesagt, die musst du der Katze bringen. Hast du das eh gemacht? Der Katze? Ja. Ich bin ja kein Katzenfreund.
Ja, aber trotzdem, aber die Mäuse fressen uns sonst den ganzen Käse zusammen. Die muss die Katz auffressen, dass die Mäuse weg sind, sonst ist bei uns der Käse weg. Ja, aber irgendwie müssen ja die Löcher in den Käse reinkommen. Ja, aber die kommen nicht von den Mäusen immer. Das passiert automatisch, wenn der Käse reift und dann werden die Löcher. Ja, ich habe die Mausebabys in den Wald gebracht. Nein, du bist ja nett. Ja, die müssten ja auch weiterleben können. Ja, dann muss das aber nächstes Jahr, wenn wir wieder auf die Alm fahren, dann muss das aber besuchen gehen, die Mausbabys. Schauen, wie groß das sie schon sind, ha? Ja, wenn sie nicht die Katze erwischt hat in der Zwischenzeit. Ja, nimmst du ja halt einen Käse mit für die Mäuse, ha? Ja, genau. Ah ja, und dann war noch eine Kiste mit Gewehren von Jägern. Ah. Und die, wie hat das geheißen, mit dem Pfeil? Munition. Und die Armbrust meinst du, oder was? Ah ja, genau. Die hat ja wild ausgeschaut. Ja, und da geht's wild zu auf der Alm, gell? Das glaubt man gar nicht. Ja, also das ist eine wilde Geschichte da oben. Ja. Ja, für die Kinder ist das vielleicht noch nichts, aber du bist schon so tapfer gewesen. Ja, hat mir gut gefallen. Und wir erzählen euch später weiter, oder, Kinder? Ja, ich glaube auch, gell? Seid ihr schon gespannt auf die Alm, was da alles los ist? Weil da haben wir ja wilde Sachen erlebt, wir zwar, gell? Ja, aber wir plaudern jetzt noch nicht alles aus. Nein, wir sagen noch nicht alles, aber wir freuen uns schon aufs nächste Mal, oder, Emma? Ja, ja. Bis später. Bis später. Baba. Baba. Liebe Kinder, jetzt wollen wir noch beten am Beginn vom Kids Channel, am ersten Session mit drei ganz lieben Kindern, mit der Elva und Nina und der Maria. Die helfen uns, gell, die beten mit uns gemeinsam. Singen wir zuerst was, ha? Das wäre schön. Sende deinen Geist aus. Mitsingen. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns beschenkst in diesen Tagen, dass du das Jungfamilientreffen beschenkst, die Kinder ganz besonders. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt um das, was wir besonders ersehnen. Es kann jetzt alles Mögliche sein, weil du uns ganz reich beschenken kannst mit allem, auch mit unmöglichen Dingen, weil dir alles möglich ist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ich bitte, dass das nächstes Jahr, das Corona hoffentlich schon ein bisschen vorbei ist und dass es das Jungfamilientreffen wieder so gibt, wie es in den letzten Jahren war. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich bitte dich auch für alle Kinder, jetzt zu Hause sind, dass du sie auch beschenkst, dass du sie führst, dass du sie nicht alleine lässt, sie besuchst. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ich bitte auch, dass sich dass beim Treffen jetzt alle gesund bleiben und sich niemand mit Corona ansteckt und Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Wenn du eine Bitte hast, kannst du sie ganz laut aussprechen oder auch leise. Sag dem Heiligen Geist, worum du ihn bittest. Er kann dir alles schenken. Heiliger Geist,
Wir bitten dich, dass du Österreich bewahrst, vor allem Unheil, alle, die mit uns verbunden sind, besonders auch deine Kirche bewahrst, auch vor dem Glaubensverlust, vor dem, dass Leute fehlgehen, in die Irre gehen. Schenk uns Propheten, schenk uns Heilige, schenk du die Einheit, alle Gaben, dir ist nichts unmöglich, schenk du Berufungen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Gegrüßet seist du, Maria. Voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schauen wir noch, was du uns die Emma sagt. Ha? Bin schon neugierig. Danke euch. Ja, liebe Kinder, jetzt wisst ihr, dass wir wirklich ganz frei sein sollen für den lieben Gott und nicht in der Computerwelt gefangen sein sollten. Ja? Ja. Was hast du denn, Robert? Bist du verkühlt? Ja, weißt du, Emma, eine Ausnahme gibt es für diese Tage vom Jungfamilientreffen. Das ist der Kids Channel. Ja, und wenn du kommst nämlich, da dürfen die Kinder und sogar die Erwachsenen auch manchmal schauen. Ja, die Erwachsenen aber nur, wenn sie brav sind, gell? Ja. Ah ja, das ist eine gute Idee mit dem Kids Channel, gell? Mhm. Liebe Kinder, ihr dürft jetzt immer einschalten, wenn ich wieder zu euch komme. Passt das für euch so, ja? Ich glaube schon, oder? Ja. Ich bin dann sozusagen auch das Betthupferl am Abend, oder? Ja. Also sehen wir uns bald wieder. Bis später. Seid ihr dabei? Baba. Ich glaube schon. Baba. Ciao. Ciao.